Sachsenpokal-Halbfinale Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue unter den Augen von Bundestorwarttrainer Andi Köpke. Das hatte seinen guten Grund, denn sein Sohn spielt bei Erzgebirge Aue und er war hier beteiligt. Hier ist er am Ball, erzielt das 1:0 nach 22 Minuten für die Erzgebirgler nach klugem Pass von Tiffert. Sein Bein lang gemacht und dann trifft er, der Bundestrainer Torwartsohn. Die Dresdner, die auf viele Stammspieler verzichteten in der Startelf, kamen zu dieser großen Chance von Aosman. Ansonsten hatten die Gastgeber nicht so viele Möglichkeiten wie erhofft. Tolle Parade von Martin Mendel mit seiner Hand. Kurz vor der Pause, es lief schon die Nachspielzeit. Die Flanke von der rechten Seite von Niki Adler und dann trifft Skarla Didis. 2:0 für Aue. Fabian Müller viel zu weit weg vom Torschützen. Zur Pause Uwe Neuhaus unzufrieden. Seine Mannschaft kann mehr. Und dann dieser schlimme Rückpass von Niklas Kreuzer, erlaufen durch Kvesic. Und Mario Kvesic lässt sich diese Chance nicht mehr nehmen. Erzielt das 3:0 in der 68. Spielminute. Klar, das war ein schlimmer Fehlpass von Kreuzer. Der wollte zu seinem Torhüter zurückspielen, aber nicht stramm genug. Kvesic erzielt das 3:0. Das war auch der Endstand in dieser temperamentvoll geführten Partie. Pavel Dotschev steht damit im Finale gegen Zwickau.